Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. Leute, 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 in 9 Tagen ist es soweit. The Outer Worlds wird erscheinen. Ein paar von euch haben von dem Spiel vielleicht noch nie gehört, andere, gerade Fallout-Fans, wissen genau, wovon ich spreche. Dieses Spiel hat sich schnell als Hoffnungsträger aller Fallout-Fans gemausert, doch noch ein zumindest Fallout-ähnliches Singleplayer-RPG-Spiel zu erhalten. Vorgestellt wurde es, ich glaube, es war vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, als das letzte Fallout vorgestellt wurde, dieses Fallout 76, was ja so ein Riesenflop wurde, weil es eben online war und so weiter und so fort, und das wollte natürlich keiner. Fallout war ja schon immer ein Singleplayer-RPG und nicht so ein Online-Gedöns. Und das Entwicklerstudio Obsidian, das sind auch die Leute, die an Fallout New Vegas gearbeitet haben, die haben sich gesagt, so geht's nicht, wir machen jetzt ein richtiges Spiel. Kein Fallout-Spiel in dem Sinne, weil das Franchise ja zu Bethesda gehört, aber eben ein Fallout-ähnliches Spiel. Beziehungsweise man merkt sehr stark, dass die Jungs und Mädels aus diesem Entwicklerstudio eben auch bei Fallout New Vegas die Finger im Spiel hatten. Gleich zähle ich noch ein paar Gemeinsamkeiten auf, die die Outer Worlds und Fallout haben, aber zuerst kommt noch die Plattform-Diskussion. Wo wird das Spiel überall erscheinen? Wo kann man es kaufen? Worauf kann man es spielen? Das Spiel wird natürlich für PC erscheinen, aber auch für die Konsolen Xbox, PlayStation und soweit ich weiß, wird auch an einer Switch-Version gearbeitet. Für die PC-Spieler ist mein letzter Stand, dass das Spiel erst ein Epic Exclusive sein wird, und zwar für ein Jahr, und danach dann unter anderem auch auf Steam verfügbar ist. Ich weiß, dass vielen diese Exklusivität nicht gefällt, ich bin da auch kein Fan von, dass eine Plattform sich da irgendwie einen Vorteil erkauft, mehr oder weniger, und dann eben ausschließlich bei sich anbieten darf und erst später dann der Rest zugreifen kann. Ändern kann man daran jetzt aber leider auch nichts. Falls jemand mit knirschenden Zähnen bei Epic dennoch zuschlagen will oder muss, weil er keine Konsolen hat und das Spiel halt direkt haben möchte, dann kann er gerne meinen Epic Creator Code benutzen. Der Dumbabler. Alles groß und alles zusammengeschrieben. Ich werde den hier auch noch einblenden. So kommt dann zumindest ein bisschen was von Epic zurück. Kommen wir nun zu den Punkten, die euch, während ihr die Outer Worlds spielt, sicherlich sehr stark an Fallout erinnern werden. Zuallererst wären da mal die Skills und die Perks. Ihr baut euren Charakter am Anfang zusammen aus diesem Ding, ähnlich wie bei Fallout. Es gibt 6 Attribute, so ein bisschen wie dieses Special-System. Und wenn ihr damit fertig seid, habt ihr dann euren kompletten Burschen oder eure Dame da stehen. Wenn ihr auflevelt, bekommt ihr immer einen Skillpunkt, den ihr dann irgendwo reingeben könnt, zum Beispiel in Schleichen oder in Lockpick oder sonst was. Bei allen 2 Leveln gibt es neue Perks. Und immer wenn ihr 20 Skillpunkte voll habt, gibt es gewisse Boni. Zum Beispiel mehr Schaden bei hinterhältigen Angriffen und ähnlichem. Man kann sogar, wenn man möchte oder sich zutraut, Phobien hinzuschalten. Das ist dann vor allem für erfahrene Spieler eine weitere Schwierigkeit, denn durch eine Phobie, die sich aufbauen kann, wenn man zum Beispiel von einer Gegnerart sehr oft gekillt wird, wird man dann gegen diese schwächer im eigenen Angriff sein. Das heißt, man macht dann zum Beispiel weniger Schaden gegen diese Art von Gegner, weil sie einen schon so oft gekillt haben, dass man dagegen eine Angst entwickelt hat. Was euch auch in Fallout-Stimmung direkt zurückversetzen wird, ist das Kampfsystem. Man kann ganz normal in Realtime schießen, man kann aber auch das gesamte Geschehen verlangsamen, ähnlich wie im WoW, nur heißt das diesmal TZD, also taktische Zeitdilatation. Also ist in dem Fall vielleicht nicht zwingend angebracht, wer soll darauf kommen? Und dieser Modus ist ähnlich wie das WoW-System. Das Spiel wird extrem verlangsamt und man kann dann in Ruhe auf den Gegner zielen. Soweit ich gesehen habe, kann man aber keine Körperpartien speziell anzielen, sondern muss mit der Maus, mit der Hand, mit dem Controller richtig zielen, aber hat eben eher wenig Schwierigkeiten dabei, weil das ganze Spiel ja in Zeitlupe läuft. Des Weiteren wird es natürlich auch Dialoge mit NPCs geben, von denen es übrigens extrem viele geben wird und, soweit ich weiß, auch alle ermordbar oder halt eben killbar sind, ohne dass das Spiel zu Ende geht oder failt oder sonst was. Laut den Entwicklern kann man das gesamte Spiel trotzdem durchspielen, selbst wenn man die ganze Hauptstadt ausrottet. Die Dialoge mit diesen NPCs sehen genauso aus wie bei Fallout New Vegas und funktionieren auch genauso. Ihr habt Antwortmöglichkeiten, die ihr anklicken könnt, ihr habt selbst keine Stimme, nur euer Gegenüber spricht mit euch. Während diesen Dialogen gibt es keine dynamische Kamera, wie es bei Fallout 4 der Fall war, die dann so hin und her gefahren ist oder um euch drumherum gefahren ist, während ihr gesprochen habt, sondern die Kamera ist starr. Ihr könnt aber diesmal wieder alle Antwortmöglichkeiten komplett durchlesen und könnt nicht einfach nur verkürzt Ja, Nein und Vielleicht drücken. In den Dialogen wird man auch wieder die Möglichkeiten haben, zu lügen, zu besänftigen, einzuschüchtern oder sich dumm zu stellen, wenn man den gewissen Skill dementsprechend gelernt hat. Von den Dialogen können wir direkt rüber zu den Quests wechseln. Die Quests sind, ähnlich wie bei Fallout, aufgebaut. Man kann auch wieder frei entscheiden, wie man eine Aufgabe angehen möchte. Man kann heimlich irgendwo entlang schleichen, wenn man das geskillt hat. Man kann brachial einfach reinballern. Man kann auch vielleicht auf die charmante Art und Weise spielen. Es kommt ganz auf die Skills an. Und die letzte Gemeinsamkeit, die ich bis jetzt finden konnte, sind die Begleiter. Man kann bis zu 2 Begleitern mit sich führen, die mit einem kämpfen, die für einen da sind, mit denen man auch sprechen kann, wenn man auf seinem Schiff ist, die alle eine Background-Story haben, eine eigene Motivation und so weiter und so fort. Und des Weiteren haben sie auch auslösbare Spezialattacken, die ihr auslösen könnt, wenn es euch eben passt.
Hier noch ein paar private Fanboy-Worte von mir. Dieses Spiel war damals natürlich in meinem Auge, in meinem Interesse und ich habe mich da direkt drauf gefreut, wusste aber nicht, wie lange es dauern wird. Ich dachte, es dauert noch viel länger und jetzt sehe ich gestern zufällig, dass es jetzt am 25. schon erscheint und mir ist fast der Kopf geplatzt vor Freude. Ich werde auf jeden Fall am Start sein und freue mich auf ein richtig geiles Singleplayer-RPG. Fallout-Style will ich nicht zwingend sagen, aber eben einfach Obsidian-Style. Ich bedanke mich hier auch schon mal im Voraus bei allen, die meinen Creator-Code benutzen. Sehr, sehr edel von euch. Und generell vielen Dank an alle, die hier zugeschaut haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video und zwar eben morgen, ja, so wie eben immer, täglich. Morgen ist auch wieder Livestream um 18 Uhr. Da wird ganz schön reingejuckelt. Und ja, das wird geil.